Hallo, hallo, hallo. Ja, heute machen wir nur einen kleinen Stream, weil ich auf den Spieleabend gehe. Und ja, also bauen wir erstmal einfach nur unseren kleinen Friedhof. So. Okay. Oh Gott, ist das laut. Ups. Ja, so ein bisschen bauen.
Ich hoffe, wir haben jetzt mal bald hier alles freigeschaufelt. Alter, wie groß ist denn das? Alter. Alter Schwede, das wird ja... Boah, wie baue ich das am besten? Okay, also die Idee ist es jetzt, das von hier oben nach unten ziehen lassen.
Okay. Außenkante entdeckt, die Außenkante. Okay. Okay, also nehmen wir das hier als Rand. Nein! Abbruch, Abbruch, Abbruch. Oh oh. Hups. Ups, das war fehlerhaft. Haha, Fehler. Mist. Gott. Verdammt. Aber jetzt habe ich wenigstens genügend Platz hier, um alles freizuschaufeln, ey. Okay, also das bauen wir hier alles weg, dass wir hier eine Kante haben. Das hier ist die Unterkieferkante. Das ist das Gesamtprojekt, Produkt.
So, es gab diese, wie heißen sie noch gleich? Ach, wo sind sie denn? Potato Kerne, nice. So, es gibt so ein Drehteil von Create, wo die langfahren können. Wo ist denn das? Also wir haben einmal das hier, den Cockwell. Backtank. Turntable. Schade. Ich weiß leider nicht, wie das genau heißt. Da konnte man dazwischen und dann konnte er da so lang fahren. War das ein Gantry-Shaft? Ja. Gantry Shaft. Okay, den haben wir. So. Okay, ich würde mal sagen. Oh, wir sollten mal nach den Bienen gucken. Aus dem einfachen Grund nicht, dass wir da. Ich habe nämlich gestern ganz viel reingestopft. Wie vermutet. Mist.
Obwohl die. Oh. Und hier ist alles voll, oder was? Oh, hatte ich. Doch, Lapis hatte ich abgelegt, aber die sind halt alle Hardcore. Oh. Okay. X-Net. Und noch ein Butler. What? Nehmen wir noch ein. Oder ne, wir nehmen zwei. Ups. Setzen wir da noch vier Stück ran? Ja. Also. Oh, Zentri. Drei Stück. X. Speed. Hehe. Ich hoffe, das wird dann ein wenig besser, aber damit haben wir ja schon mal ordentlich reingebuddert. Speed? Okay. Das hier sind 10. Oh, save. Hi, ich habe schon wieder Verstopfung. ja, ich habe hier, die sind leider vollgelaufen, weil die Butler alle vollgegangen sind. Ja. So. Crafter.
Okay. Ja, ich habe jetzt hier Heated als Abführmittel eingebaut, in der Hoffnung, dass jetzt unser überfüllter Input langsam weggeht. Aber das leert sich ja jetzt hier schon langsam. Und ja, ich hoffe, das wird dann. Voll der Kack. So. Dann ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe aus Versehen ein Loch hier reingebaut und ziemlich viel abgerissen, was ich eigentlich nicht wollte. Wie zum Beispiel das alles hier. Aber das hier läuft noch. So. Aber was ich jetzt plane ist, ich habe hier die hier gefunden. Mit... wie heißt das gleich noch mit Create? Wollen wir den hier noch bauen? So, wie das hier Start. So, die Idee, wenn man jetzt hier das hier... Oh, nicht so. Und zwar, dass die Hälfte davon hier drauf sitzt und dann hin und her fahren kann. Das heißt, wir können den hier zur Seite fahren, eine Treppe von unten hochfahren lassen, so dass wir in unseren Bereich hier reinkommen. Und das hier vorher runterfährt, das heißt, das fährt runter und nach links. Jetzt ist die Frage, ob das funktioniert.
Okay. Dass das dann so hin und her fährt, wäre eine Idee. Hey. Oh, falsch rum. Wie mache ich das am schlausten? Oh ja. Finde ich auch sehr gut. So. Ich weiß jetzt nicht. Guck mal, wenn man... hier, wo haben wir es denn? Observer nicht. War das Redstone Contact? Ja, so. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Redstone Contact dranbringe. Redstone Contact. Oh, das können wir nicht so machen. Moment. Das habe ich auch gerade erst gesehen. So. Ups. So. Guck mal, wenn das jetzt...
Okay. Kann ich das mit Ender.io? Ender.io. Oder mit einem Redstone-Konduit? Okay, die nehmen wir nicht. Redstone-Cable? Nee. So. Es müsste ja eigentlich ein Redstone-Signal ausgeben, wenn ich Receiver. So. Sorry. So. Den Receiver habe ich. Create? Wie hieß das andere Teil? Gearshift? Adjustable. Ich bin echt gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Create. So. Und dann brauchen wir Adjustable Gear Shift, oder? War das eine Klatsch? Nee, eine Klatsch nicht. Dann war das wirklich Gear Shift. Das war doch der, ne? Okay. Ah, oh, ich brauche ein Sequence Gear Shift. Aber ich möchte noch einen Hinweis darauf geben. Ich glaube, ich kriege es auch hin, dass es bei Create zu Explosionen kommt. Also, ist meine Annahme. Ach, das funktioniert nicht.
Okay, also, wie machen wir das am geschicktesten? Mich Windmill, Piston. Okay, wir brauchen noch einen Motor. So, und ein Bouton. Probieren wir das doch mal aus. Okay. Oh. Point. Nee. Point. Oder das. Dafür, das habe ich ja schon drei Erfolge mit. Ich habe es dreimal geschafft, den Server zu crashen. On nö. Okay, nochmal. Okay, wir nehmen hier Pisten. Wait.
Pisten und zurück. Okay, vielleicht sollte ich auf 4 Meter stellen. 1, 2, 3, 4. Okay, das klappt. Jetzt muss das nächste klappen. Das hat nicht geklappt. Okay, Motor können wir... Oh, nice. Okay, das... Aber das funktioniert erstmal so, wie ich das geplant habe. Und jetzt wird man das hier halt... Ups. Ha, wie kann man das am geschicktesten bauen? Nehmen wir nochmal eine Sequence Gear Shift. Und zwar will ich das mal ausprobieren.
holen wir uns den zweiten Bouton.